Na komm, vielleicht kriegen wir noch einen Mond. Und dann passt das. Dann können wir noch eine Story machen. Was ist denn das da oben rechts? Ja. Es kommt davon, wenn man hier einfach random rumflattert. Mysteriös und beunruhigend. Merlins Prüfung. Was soll ich tun? Oh, welch angenehme Überraschung. Wir können es ja mal auf jeden Fall aktivieren. Mal schauen. Rebellio. Da unten. Da hinten. Und da. Ich sehe drei. Confringo. Aber das war doch wieder, die kommen noch wieder hoch, ne? Also ist das der letzte, den ich aktivieren muss? Der und wo ist der andere? Revelio. Dort. Okay. Confringo. Selbst Merlin stolz. Nummer 2. Boah, Alter. Hallo Homora. A little bit hakelig gerade. Rebellion. Hier geht's raus. Hier auch. Gemälde. Ich tat einfach so, als hätte jemand Expelliarmus auf mich gewirkt. Gibt's da noch eine Treppe? Nee, ist einfach nur okay. Okay. Hallo Homora. Also, die müssen ja jetzt offen sein, ne? Da wo ein Mond ist, weil kann ja nicht sein, dass du die Monde nur mit 3 kriegst, wenn du aber die Monde brauchst, um 3 freizukriegen. Und sonst muss ich halt das Haus anzünden. Machst du nichts? Rebellion. Die sind doch gleich eh wieder voll. Okay, ja, ja, okay. Da ist eine Mühle, da ist so ein Haus. Na, hoch da mit dir. Alter Mann. Das muss zu etwas Großem führen. Revelio. Ja, was denken die Frauen immer und dann sind sie enttäuscht. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Ja, wo denn? Sie soffen? Okay, warte, ich warte kurz. Wo hat er den denn gesehen? Jetzt auch raus, ne? Gutes Rätsel. Oder draußen können die, glaube ich, nicht stehen. Ja, wo denn? Mensch, hör aus, was zu sagen. Rebellion. Da.
Da. Vaneta, gute Nacht dir. Schlaf gut. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Oh, das ist richtig. Ja, das machen wir jetzt mal nicht. Wir wollen ja nicht alles gleich machen, ne? Oh, scheiße. Rebellion. Da. Den haben wir auch abgehakt. Hier ist doch schon wieder irgendwo. Nee. Irgendwo ist doch hier eine Buchseite. Rebellion. Ist aber auch immer nur ganz leicht, ne? Hier wahrscheinlich. Nee. Na gut. Wir machen mal mehr die Prüfung. Ich glaube, das waren nur die Dinger zerstören, ne? Ich weiß, was das bedeutet. Der Chat ging gerade bei dir nicht. Ja, ab und zu kann das mal vorkommen, ja. Leider Gottes. Oder nee, das müssten doch noch mehr sein, ne? Als diese drei. Das waren das, glaube ich, 6 oder 7. Nö, hat gereicht. Nee, hat nicht gereicht. Da oben noch. Aber reicht immer noch nicht. Rebellion. Dann. Ha. Ja. 9 sind's. Faszinierend. Sehr faszinierend, hätte ich nur die Energie. Sauber. Schön. Ich will jetzt hier auch keine Quests machen, hier hinten, ne? Aber die Flamme, da holen wir uns mal. Hingeschissen. Habe ich mir auch gerade so gedacht, ja. Habe ich mir auch gerade so gedacht. Kevin, habe ich mir auch gerade so gedacht. Da waren wir schon mal, da haben wir sie. Die haben wir auch. Die haben wir nicht. Gehen wir nach Hogwarts. Da gibt es einfach mal noch 8 Stück in Hogwarts. Wir brauchen ja noch 6. Wir gucken noch mal ganz kurz in Hogwarts rum. Ich guck gleich mal, ob er das noch irgendwie auch genauer anzeigt. Boah. Hä, wo bin ich denn jetzt? Das ist aber nicht Hogwarts. Doch. Nein. Genau. Hier müssen wir hin. Da müssten noch irgendwo 3 Stück sein. Sex brauchen wir noch. Rebellion. Erstmal machen wir den hier.
habe ich denn die noch nicht? Levioso. War das so? Wie war denn das? Oh, was? Accio. Revelio. Ach, den hatten wir schon mal. Ja, doch, doch, alles gut. Okay. Ist auf jeden Fall wieder eine Seite. Rebellion. Hast du schon Call of Duty Black Ops 6 gespielt? Nein, das werde ich aus den 99% wahrscheinlich nicht spielen. Aber ich will doch nur diese Seiten finden, Mann. Hallo, Homura. Shooter, das ist nicht so. Ich spiele jetzt hier im November Stalker 2 und das ist ja ein Shooter mit Story, ne? Aber so ein reiner Shooter, da rumlaufen und peng, 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 das ist nicht meins. Das ist nicht meins. Oh, 41%. Wie schnell das geht, wenn du halt auch mal so Sachen machst wie jetzt, ne? Rebellion. Mir reicht es, wenn ich erst nur einen wiederfinde. Levitationsstunde. Ermutigen Sie die Schüler, Blöcke durch erhöhte Reifen oder ähnliches schweben zu lassen. Entwaffnen und ausweichen. Verbessern Sie Expelliarmus und Reflexe. Ziele auf Zack. Zurück zu den Grundlagen mit Wurfübungen auf Ziele, die verzaubert sind und sich schnell bewegen. So. Einer würde mir schon reichen, wenn ich nur einen finde erstmal. Hier wohl nicht. Oder? Hallo, Homura. Doch, da war doch irgendwie einer. Ich habe ja alle Teile von Call of Duty, aber ich spiele immer erst den Story-Modus. Da gibt es auch einen Story-Modus, echt? Wusste ich gar nicht. Also da rumlaufen, rumballern. Puh, weiß ich jetzt nicht. Ist nicht so meins. Ne? Es heißt, dass ein Professor für Zauberkunst hier vor Jahrhunderten einen Troll hielt, an dem die Schüler besonders schwierige Zaubersprüche üben konnten. Sicherlich schockierten, aber in einer Zeit, in dem beim Quidditch lebende Schnatzer verwendet wurden. Vielleicht nicht überraschend. Man kann sich nur fragen, wofür dieser Ort in Zukunft verwendet werden könnte. Vielleicht, um freche Kinder einzusperren. So. Oder abgehobene Streamer. Ha, Anime, Junge! Anime, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank. Für deinen 6. Monat. Dankeschön für deinen Sub. Vielen, vielen Dank. Und einen wunderschönen guten Abend. Hier scheint schon mal keiner zu sein.
Mit diesem Rätsel, was ich da vorhin gesagt hatte, das können wir nächstes Mal direkt gleich am Anfang mitnehmen. Dahinter werden wahrscheinlich sich auch Monde befinden. Würde ich mal von ausgehen. Ich sehe halt auch gerade nichts. So ein drei Stück überall sein, so auf diesem Gebiet. Anime, alles gut bei dir? Was macht die Kunst? Ja, wo ist sie denn? Man hört immer eine Bling, Bling, Bling. Und jetzt geht's wieder weg. Ja, wird wieder leiser. Super. Na?